Bauchfett. Ab wann es bedenklich wird. Übergewicht ist nicht gesund, das weiß jeder. Aber besonders besorgniserregend wird es, wenn sich ein erhöhter Fettanteil besonders am Bauch festsetzt. Gerade das Fett am Bauch ist gesundheitsgefährdend, denn es umschließt genau an dieser Stelle wichtige Organe in unserem Körper, wie den Magen, den Darm und auch die Leber. Es schüttet hier entzündungsfördernde Stoffe und Hormone aus, die den gesamten Stoffwechsel des Körpers beeinflussen und die Blutfettwerte, den Blutdruck und auch den Blutzucker gefährlich erhöhen können. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit drastisch, an den sogenannten Zivilisationskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder auch Tumoren zu erkranken. Mal ganz davon abgesehen, dass es auch nicht wirklich ansehnlich ist und sich derjenige zumeist nicht wohl damit fühlt. Aber ab wann wird es bedenklich, sodass du davon ausgehen kannst, dass es schlimme Folgeerkrankungen mit sich bringen wird? Um das zu berechnen, gibt es eine einfache Formel, mit der du selbst bestimmen kannst, ob das Hüftgold für dich gefährlich werden kann. Es geht hier um die sogenannte Waist-to-Height-Ratio-Formel, zu Deutsch Taille-zu-Höhe-Verhältnis, die du selbst wie folgt berechnen kannst. Am besten ist die Messung morgens auf nüchternen Magen vorzunehmen. Hierfür solltest du stehend ein Maßband um den Bauch legen. Die Bauchmuskeln müssen dabei entspannt sein und die Luft sollte aus den Lungen ausgeatmet werden. Messpunkt ist knapp oberhalb des Bauchnabels. Dieser Wert in Zentimetern muss nun durch deine Körpergröße ebenfalls in Zentimetern dividiert werden. Das Ergebnis zeigt den gewünschten Wert an. Unter 40 Jahren ist ein Wert von maximal 0,5 ideal und ab 0,5 und höher gilt man bereits als übergewichtig und krankheitsgefährdeter. Zwischen 40 und 50 Jahren ist der ideale Wert zwischen 0,5 und 0,6 und alles, was höher ist, macht dich wesentlich anfälliger für die vorgenannten Krankheiten. Ab über 50 Jahren sind maximal 0,6 okay und alles, was drüber ist, gilt als besorgniserregend. Dieser Faktor ist für Männer und Frauen anwendbar und verändert sich mit zunehmendem Alter leicht, da sich auch die Statur bis zum 50. Lebensjahr leicht verändert. Es ist nun mal leider so, dass das ungesunde Bauchfett ausschlaggebend ist für viele Krankheiten und deshalb sollte gerade darauf geachtet werden. Natürlich ist es schwer, gerade hier abzunehmen. Aber wenn du gesund bleiben möchtest, aber über einen erhöhten Waist-to-Height-Ratio verfügst, solltest du dir ernsthaft Gedanken machen, das zu ändern. Eine gute Ernährung und Bewegung, auch in Form von Bauchübungen, können dich im Kampf gegen das überschüssige Fett unterstützen. Das ist nicht immer leicht, aber ist es das nicht wert, wenn du bedenkst, was deiner Gesundheit mit dem vielen Fett am Bauch angetan wird? Also heißt es dranbleiben und durchhalten. Du wirst die positiven Veränderungen zu schätzen wissen und deine Gesundheit erst recht. Bitte bleib gesund!